Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. DM. After years für die PlayStation Portable. Ja, in dieser Complete Collection halt, ne? Ich denke mal, das wurde daraus jetzt einigermaßen klar. Im letzten Part haben wir, glaube, wenn ich. What the fuck has happened? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Waren wir im letzten Part? Ja, da haben wir diese Höhle betreten, oder nicht? Die Sealed Cave hier. So, und jetzt will ich hier am besten einfach nur ganz schnell durchrasen. Und ich sehe gerade, das hier war, glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube nämlich, man musste da dieses Seil runter, oder? Oder ging es doch hier lang weiter? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich will gerade auf jeden Fall nicht kämpfen. Also mein Level ist definitiv gut genug. Ether, ging es doch hier weiter, bitte? Oh, sieht gut aus. Oh, das wäre richtig toll. Oh. Kokolohr, das ist auch nice. Und es ist der falsche Weg. Are you fucking kidding me? Cottage Phoenix Down. Gut, weil davon habe ich gerade eine verbraucht gegen diese scheiß Dinger. Diese scheiß. Na, nee, die nicht. Ja, halt diese Dinger da. Erstmal kurz Echo Herb. Wo ist sie denn schon wieder stumm geworden? Wer hat sie denn angezaubert? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bekomme das inzwischen gar nicht mehr mit, wenn meine Leute hier absterben. Oh Gott. Nee, euch habe ich schon. Im Monsterbuch. Au. Au, nicht angreifen. Mann, jetzt lauf doch mal weg. Hallo. Meine Fresse. Anstrengendes Team habe ich hier mir ausgesucht, sagen wir. Wo ging es denn dann weiter? Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Och, komm, bitte. Kann ich nicht mal irgendwie ausstellen, dass man kämpft? Bitte. Ich will das jetzt gerade echt nicht. Aber, hier? Nein, hä? Nein, ich will nicht, dass ihr kämpft. Ich will einfach, dass ihr weglauft, okay? Hört doch bitte einfach mal auf mich. Wirklich, also in FF4 war es schlimm mit den Kämpfen, aber in The After Years ist es echt noch übertrieben. Ist leider echt so. After Years hat es ein bisschen übertrieben. Wie viele Schritte bin ich gerade gelaufen? Drei? Überhaupt drei? Wirklich, also sorry, aber wenn das so weitergeht, habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf das Projekt. Weil es ist echt ein bisschen sehr nervtötend. Engel. Bitte lass es reichen. Danke. Ich weiß leider nicht, was gegen die Lilien hilft. War das Eis? Oder Erde? Keine Ahnung. Earthquake hilft gegen alles jedenfalls. Ich bin nur diesen einen Gang weiter hochgelaufen und direkt wieder in Kampf. Es ist wirklich, wirklich nervtötend. Und hier geht's nicht weiter. Das kann doch nicht. Kann doch nicht richtig sein, hä? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo ging's denn weiter dann? Wenn das nicht der richtige Weg ist. Wo zum Teufel denn dann? Ich stelle jetzt erstmal ganz kurz was ein. Ich weiß, wenn man, also ich glaube, wenn man dasht, kommen öfter Kämpfe. Aber man sieht es auch so, wenn ich halt nicht dashe, kommen halt seltener Kämpfe. Dafür bin ich langsamer. Und das läuft letztendlich aufs Gleiche hinaus. Und das ist, ja, nimmt sich dann halt nicht viel. Und deshalb
Deshalb, wie gesagt, macht es echt keinen Unterschied. Kannst du mir bitte aufhören, nicht zu fliehen? Ist halt echt nervig. Hätte ich ein Team, mit dem man kämpfen kann. Oder einfach auf Auto drücken kann und fertig. Aber nein. Hier komme ich doch her, ne? Oder komm ich her? Hä? Hier war ich doch auch. Ich sehe nicht mehr durch. Wo? Komme ich hierher oder geht's hier weiter? Ist das nicht hier der ganz am Anfang anfangen? Ja, hier war ich auf jeden Fall auch schon. War ich denn da drin schon? Scheinbar ja. Vor allem, was mich halt auch an diesen 100 Kämpfen immer stört, ist, dass dann immer wieder danach die Musik neu startet. Das finde ich halt ultra ätzend, weil ich mag halt die Musik und ich höre die Musik gerne. Aber wenn hier alle 5 Schritte in Kampf kommt, dann kann man die Musik ja nicht hören. Ich muss mal ganz kurz niesen, Augenblick. So. Geht's hier tiefer oder? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich habe doch jetzt jeden Weg abgeguckt, oder nicht? Na, dann gucken wir nochmal jeden Weg ab. Hä? Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich würde ja vermuten, es geht irgendwo da unten links weiter, wo ich halt auch war, aber ging's ja nicht. Ja, das, was hier knarzen hört, ist mein Stuhl. Ich weiß nicht, ich spiele momentan mit einem ganz schlimmen Gedanken, aber ich will den Gedanken eigentlich nicht durchziehen. So, warum ist hier ein Speicherplatz? Ich würde ja sagen, damit man hier weiterkommt, aber hier geht's nicht weiter. Das ist doch lächerlich, was... Wo... Hilfe! Ja, und diese Kämpfe wirklich alle 3... Meter sind gut dazu beitragend, dass man hier weiterkommt. Oh! Ich kann nicht mal diese eine Plattform hier untersuchen, ohne dass ein kleiner Kampf kommt. Da war ich schon, da ist diese Truhe. Es muss doch hier drin sein. Aber hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht ernst war. Boah, ich scheiße jetzt auf die ganzen Schätze, die hier rumliegen. Ich will jetzt einfach nur noch durch. Ich bin gerade so angekotzt von diesem Dungeon. Ich hoffe, es ist verständlich, dass ich jetzt gerade einfach nur noch hier durch will. Ich bin jetzt wirklich, wirklich, wirklich aufgeregt. Also aufgeregt im negativen Sinne. Ich bin einfach so... so like a fuck you. Okay. Gut, jetzt haben wir so um die, keine Ahnung, 15 Minuten schon verschwendet, dafür den Weg zu suchen. Dann haben wir jetzt ja noch 5 Minuten Zeit, um weiterzumachen. Klingt nach einem Kompromiss, ne? Ja. Ich weiß, Leute. Klingt nach einem super Kompromiss. Da wollte ich nicht runter. Gut, aber ich glaube, nach diesem Raum hier sind wir dann auch schon im letzten Raum. Ich glaube, so war das ungefähr. Also ich habe das zumindest in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Probieren wir es einfach aus.
Ist dann okay, ja. Es ist dann okay. Danke. Nochmal ganz kurz Ausrüstung checken. Hat sogar noch was gebracht bei Brina. Und auf geht's. Crystal Chamber, ja. Ob da hinter Crystal Chambers. A wall? I had a feeling this would happen. Das kennen wir ja. Aus FF4 auch. Okay, was machen wir? Wir machen Band Go Calcabrina erstmal. Und du? Nicht Stop, sondern. Habe ich nicht Slow? Scheiße, ich habe Slow nicht. Stop wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich probiere es jetzt einmal. Nope, funktioniert nicht. Wäre auch zu schön, um ehrlich zu sein. Wäre sogar ganz schön schön. Okay, ich hoffe, das macht jetzt ein bisschen Schaden. Probieren wir es einfach mal aus. Das ist ja eher ein Schaden gegen alle. Das ist ja eigentlich... 977 ist, glaube ich, schon okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden jetzt so ein Zauber hier macht. 465, okay. Dann machst du jetzt erstmal den Dance. Du gibst ihm mal sicherheitshalber eine High Potion. Haben wir jetzt alle Hass oder was war das jetzt? Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich habe keine Ahnung. Poison. Wir probieren jetzt mal die ganzen Ras durch, je nachdem, was hier jetzt am stärksten ist. Vielleicht ist ja was wirklich stark. Oh, Eis ist auf jeden Fall stärker als Feuer. So viel kann ich jetzt schon mal feststellen. Oder konnte ich jetzt schon mal feststellen. Papau, papau. Ah, Eis, wieder gut. 523, ja. Und wie sieht's mit Donner aus? Ich glaube, Donner war jetzt vergleichsweise auch eher nicht so stark. Ja. So, du dancest nochmal, du jivest mal. Und danach macht er weiter mit Go Calcabrina das. Oder nur mit Calcabrina. Wow, das war schwach. Und du machst einfach die ganze Zeit Blizzara. Oh, Poison Guest, das ist gut, weil Poison wollte ich machen, hat nicht funktioniert. Lightning Breath. Ach, echt mal. Komm, wir machen das nochmal. Das war nämlich echt stark. Das war nämlich echt stark. Macht schneller, der kommt immer näher. Oh, scheiße, Kalka ist ja ganz schön tot. Wieso habe ich jetzt Donner gemacht? Also Thunderer. Blitzra. Okay. 965. Ja doch, das ist schon recht strong. So, ihr macht jetzt nochmal Kalka und Brina zusammen und Luca, du heilst bitte. Thank you very much. Okay, du immer schön weiter hier. Blizzara. Aua. Bitte nochmal die Eisattacke, die war richtig cool. Nee, das ist was anderes. Nein! Also, okay, aber... War jetzt nicht unbedingt nötig. Oh, scheiße, das Ding kommt immer näher. Jetzt stirb schon! Ich habe, wie man jetzt vielleicht gesehen hat, nochmal Go Calcabrina gemacht. Weil nochmal 900 Schaden kann ich mir, glaube ich, gerade ganz praktisch vorstellen. Aber das scheint immer, ja, das ist immer die gleiche Attacke. Okay. Diesmal macht ihr erstmal wieder nur das. Okay, braucht da nicht mehr. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, da oben brechen die FPS jetzt gerade zusammen. Bei der letzten Ecke von der Demon Wall. Auf 15 FPS runter. 8, 15, 45, 60. 1000 Gil, 625 EP. Et voilà, got it. Nice job, Kalkan Brina. So, funktioniert jetzt der Zauber Warp? Ich hoffe doch, Leute. Bitte.
Ich hasse euch, Leute. Nein, ich will keinen Preemptive Strike. Ich will einfach nur noch raus aus diesem Dungeon, okay? Funktioniert's jetzt? Warum muss ich denn diesen Dungeon jetzt nochmal zurücklaufen? Das macht mich krank, Fried. Na Leute, wer ist krank wie? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Kleiner Tipp, Mario und Luigi. Leute, checkt jetzt nicht, ich will keinen Preemptive Strike. Das war nicht mal ein Preemptive Strike. Ich will nicht kämpfen. Versteht ihr das nicht, Leute? Ich möchte nicht kämpfen. So, ich gehe jetzt noch aus dem Dungeon raus und erst dann werde ich den Part beenden. Aber das möchte ich euch im nächsten Part nicht nochmal antun, diesen Dungeon, deswegen bringe ich das jetzt gleich hinter uns sozusagen. Du brauchst nicht kämpfen, okay? Du brauchst nicht kämpfen. Keiner von euch braucht jetzt kämpfen. Gut. Raus hier. Scheiß auf all diese Türen und Schätze. Raus hier. Bloß raus. Einfach raus. Ach, den Weg kennen wir ja inzwischen schon irgendwie in- und auswendig hier. Den sind wir jetzt ein paar Mal gegangen. Aber wirklich jeder Weg nach unten war mit so einem scheiß Treppengeländer-Kacks betreten. Außer die Eingänge, die man vorher reingekommen ist. Und nein, natürlich der Kampf zum, der Weg zum Boss selbst. Natürlich nicht gekennzeichnet. Also vielleicht bin ich früher in FF4 hier auch schneller drauf gekommen und ich hatte es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Oder vielleicht habe ich da genauso lange gebraucht und hatte es halt jetzt nicht mehr in Erinnerung. Wie auch immer, jedenfalls habe ich gerade ewig gebraucht, diesen Drecksweg zu finden. Und das hat meiner Meinung nach wieder einen kleinen Leck im guten alten Level-Design. Aber da möchte ich mich jetzt nicht weiter beschweren, weil das ist ja dann wahrscheinlich schon ein Fehler, den nicht nur The After hier ist, sondern auch das normale Spiel, sage ich mal, der Vorgänger, das Hauptspiel, Final Fantasy 4 begonnen hat. So. Nee, ich muss unten lang gehen. Schnell, 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 schnell. Oh, bitte, danke. Oh, ich hab's so gut wie geschafft. Hier rauszukommen, wollte ich gerade sagen. Komm, den töten wir jetzt. Diese scheiß Lilith-Fotze machen wir jetzt fertig. Nein, verpiss dich, Lilith-Fotze. Weg mit dir. Einfach nur weg mit dir. Nein. Danke. Die hat's nicht verdient zu leben. Oh. Don't make me go crazy. Cecil. Kane. Don't listen. Resist him. It's alright. I'm back in control myself. Lost the Dark Crystal. Rydia, what's wrong? I see you saved me the trouble. So you're one of the last surviving summoners? You're the one behind what happened to the Eidolons. The likes of you don't deserve either the Eidolons or the crystals. Who asked you? There's one who's far more worthy of the crystals. Kalka! Brina! These ridiculous toys. What a waste of time. Now hand over the crystal. I won't let you have it. Really? With this, all four dark crystals are back in our hands. Wait. Your lives are not my concern. Rydia, are you alright? Look at what happened to the crystal. I'm sorry, Rydia. We need to hurry before they get their hands on the Overworld crystals too.
Thanks, you two. You were kinder to us than we ever deserved. I'm going to repair you, I promise. Löse Version of World Crystals. Aber erstmal würde ich an dieser Stelle sagen, dass es das für diesen Part gewesen sein soll. Und wir uns dann halt im nächsten Part wiedersehen, wo wir dann höchstwahrscheinlich die Overworld betreten werden mit Rydia. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao.